Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas, im 10. Kapitel. In jener Zeit kam Jesus in ein Dorf und eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete: Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei Christus. Ein paar Worte zu wiederholen sein heute Morgen, aber vielleicht ein paar Mal schneller. Stellt euch vor, der überraschende Besuch kommt. Besuch, den ihr schon lange wieder mal erwartet habt, aber kommt ja leider um 12 andere mit. Ja, was passiert dann? Auf einmal fängt man an zu rödeln. Ja? Man fängt dann an, so, das und dies zu besorgen, zu machen. Und man kommt nicht auf die Reihe und dann setzt sich einer von der Familie zum Gast hin und quatscht mit ihm, obwohl das gut zu tun ist. Kann die Martha verstehen. Erstmal. Oder ein anderer Zugang. Ich glaube, die letzten 1, 2, 3 Wochen, da war ja kaum eine Woche, die sich nicht überschlagen hat, wo die Katastrophen größer wurden, wie man gehört hat aus der Nahe und der Ferne. Alles wurde mehr. Und was beginnt dann immer? Hektische Beileidsbekundungen, hektische, lass uns nicht einnehmen. Die ganzen Platinen hin und wieder auch getroffen halten, alles wieder los. Manche von Aktionen, manche dann keine Aktion, alles immer hektischer. Zweiter Zugang. Ist das der Weg, den uns Gott vorgibt? Diese Geschichte, die wir heute gehört haben, führt eigentlich normalerweise regelmäßig in Bibelkreisen zu gewissen inneren Aufständen. Weil normalerweise sagen sie, ja, er hat Jesus halt gemacht, ist okay, aber das ist ja unmöglich, wenn man sozusagen die Arbeit da an und überlässt und man selbst nichts macht. Ich glaube, das ist alles nicht gemeint. Denn wenn man wissen will, was mit der Geschichte aussagt, darf man sich nicht nur eine Stelle in der Bibel anschauen, man muss schauen, was steht davor und was steht danach. Weil anders als unsere Bücher heute, sind Bücher in der Antike geschrieben ohne Überschriften. Und es ist normalerweise so, dass in einem Text der letzte Satz schon der Beginn des nächsten Absatzes ist. Quasi die Überschrift des nächsten, was kommt. Und es sind die Texte manchmal so aufgebaut, dass man manchmal erst aus der Struktur des Gesamttextes erkennt, wo wichtige Teile sind. Darum immer einen kleinen Ausblick auf das, was davor geschieht und das, was danach geschieht, um zu begreifen, was eigentlich in dieser Geschichte wirklich passiert. Unmittelbar vorher passiert, dass ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt und ihn fragt: Meister, was ist die wichtigste Frage im Gesetz? Und das wichtigste Gebot im Gesetz. Und dann Jesus antwortet: Was steht im Gesetz, was liest du dort? Und dann sagt er dieses Doppelgebot: Du sollst den Herrn bei deiner Energie und mit deiner Kraft, bei deinen Gedanken, bei dem du was hast, und der Nächsten wie dich selbst. Heinz ist gut, dass die beiden sagt Jesus dann auch noch. Richtig? Und dann wird er seine Frage rechtfertigen: Wer ist mein Nächster? Und dann kommt das berühmte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wo der damit auch Tote macht. Er stellt sich daneben und betrachtet die Not dieses Menschen auf dem Boden. Er hilft. Und unmittelbar nach dieser Geschichte geschieht diese Geschichte hier. Und wenn man dann noch ein bisschen in die Liebe zurückgreift an einer anderen Stelle, wir haben ein zweites Lied, dieses Lied gesungen: Better is one day in your house, better is one day in your courts. Also dieses Better, es ist besser, einen Tag in deinen Vorhöfen zu leben als tausend. Andere tausend in den Zelten der Frevler. Und dann der zweite Strophe: Eine Sache, die ersehne ich vom Herrn, danach verlange ich, im Hause des Herrn zu wohnen, solange ich lebe. Und wer sagt das? Sagt David im Psalm 27, Vers 4. Davor und danach sieht man, dass was da passiert. Da wird er bedroht, da sind Leute, die nach dem Leben trachten. Und angesichts dieser Lebensmittelgefahr sagt er: Eine Sache will ich vom Herrn verlangen, immer bei dir sein darf.
das Entscheidende stellt. Das heißt nicht, dass er sagt, ich will als Ausländer alles zu viel. Nein, er macht in allen Stürmen des Lebens sein Herz da fest, wo die Ewigkeit ist, berührt. In Gott. Er verankert sich da, wo das ewige Leben ist, schon jetzt und hier, und sehnt sich danach. Hält die Sehnsucht wach. Und dann können die Feinde kommen. Dann können die Schwierigkeiten kommen, können die Nächte kommen. Wenn ich nur in deinem Haus sein darf. Und wenn wir jetzt mit diesem Ganzen auf das gucken, was wir heute gehört haben, klar soll man Gästen auf was anbieten. Das ist auch wesentlich. Aber es muss immer klar sein, was doch dann der Kern von allem ist. Und wenn Jesus so überraschend kommt, dann kommt er vor allem, um Martha, Maria und Lazarus zu sehen, ihn zu sprechen, bei ihnen zu sein. Er wird nicht erwarten, dass ihn das Mahl aufgetischt wird. Er will die Begegnung mit ihm haben. Er will diesen Austausch, er möchte dieses Leben geben, was er hat. Das geschieht in der Begegnung hier. Das ist dieses eine Ding, was David schon mal ersehnt hat. Das ist das eine Ding, was wir heute gehört haben. Es leugnet nicht, dass in Nizza irgendjemand in die Menschenmenge gefahren ist. Es leugnet nicht, dass wir hier Gewalt und Bedrohung haben. Es macht nur die Proportionen klar. Wenn wir als Christen schon nicht in der Ewigkeit verankert sind, wer dann? Wenn wir schon nicht hier zu Hause sind im Ewigen, wer dann? Wenn wir schon nicht hier lieben, wie er uns geliebt hat, trotz allen Leid, sondern die heute in der zweiten Lesung vorkam, wer dann? Denn darin zeigt sich, wie wir verankert sind. Darin zeigt sich, wie wir lieben. Darin zeigt sich, wozu wir eingeladen sind. Das ist die Einladung, die aus dem Text ergeht. Nicht eine Passivität. Ich habe gesagt, es ist nur wichtig zu sehen, was geschieht vorher, was geschieht nachher. Der Text, der unmittelbar nachher kommt, ist, dass die Jünger sagen, Herr, lehre uns beten. Und worum geht es darum? Beim Beten dann? Darum, diese Ausrichtung zu behalten. Gott zu bitten, darum, dass sein Reich geschieht. Darum zu bitten, dass seine Gerechtigkeit sich ausbreitet. Das heißt, seine Herrschaft, seine Liebe sich ausbreitet. Weil aus dem alles andere dann erwächst. Und sieht man an diesem Bogen, Gottes und Nächstenliebe sehr wichtig sind. Und das Zentrale in Gottesliebe. Wir, die mal dazu neigen, wenn die Welt hochschlagen, auf die Welt zu schauen, nicht auf die Not, die vor uns liegt. Sondern nicht auf die Ehe, die vor uns liegt oder in uns liegt. Und die Einladung, ganz am Herzen des Vaters im Sohn zu ruhen und daher Kraft zu empfangen. Von daher, aus dieser Kraft, aus dieser Mitte heraus, Heilung auszusprechen in unsere Herzen und in die Herzen dieser Welt. Das ist die Einladung des heutigen Tages. Das ist die Einladung, die uns Jesus gemacht hat, im Kreuz, als seine Hände geöffnet hat, die wir uns dann durchbohren lassen, dass die Einladung an seinem geöffneten Herzen, in seinem Herzen zur Ruhe zu finden.